Hallöchen, meine Freunde des Eames. Und wir feiern heute die... Hallöchen, meine Freunde des Eames. Und wir feiern heute die 100 Abonnenten. Yay! Wir haben sie nach 4 Wochen, oder? Ja doch, 4 Wochen sind es jetzt her. Habe ich ja wieder angefangen. Wir haben seit 4 Wochen wieder 100 Abonnenten. Das ist ein Monat und 4 Abonnenten. ein Monat und wieder 100 Abonnenten erreicht. Schon mal richtig krass. Also es ging diesmal richtig schnell. Es liegt halt daran, dass ich halt schon ein paar Kanäle hatte. Aber das ist ja schon mal trotzdem ziemlich nice. In einem Monat 100 Abonnenten. Finde ich richtig geil. Eigentlich sollte jetzt ein Special kommen. So richtig geiles Special hatte ich vorgehabt. Ich wollte eigentlich ein Follow Me Around machen. Wie ich ja auch auf Facebook angekündigt habe. Auf meiner Facebook-Page. Aber das hat irgendwie nicht so hingehauen. Erstens, ich habe mich irgendwie nie so richtig getraut, mein Handy rauszuholen, durch die Menge zu laufen. Vor allem, weil es noch in der Schule war. Es fing zwar am Anfang ganz kurz an, ich kann euch ja mal ein Stück zeigen. Hier, bitteschön. Ja. Matten ist auch dabei, von der die Sahne in die Fresse gekriegt hat. So, wir laufen jetzt zum Bus. Die war sehr lecker übrigens. Wir laufen jetzt zum Bussi. Er muss zum anderen Bus wie ich, aber in der Nähe. Mhm. Und ja, was gibt's noch zu erzählen heute? Ja, lange Schule, Mittagsschule, ja. Ja, das war eigentlich schon ganz gut, der Anfang, aber dann endete es so. Ja, ihr habt es gerade gesehen, es war ein bisschen beschissen, muss ich mal so sagen. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr filmen können oder so, hätte ich mich mehr getraut, ein bisschen mehr zu filmen, dann wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht geworden. Aber ich bin, glaube ich, eher nicht so das Vlog-Talent, sondern ich laber eher für mich so im Raum oder wenn noch jemand neben mir sitzt, kein Problem natürlich. Wenn wir zum Beispiel eine Challenge drehen, kein Problem. Aber so in der Öffentlichkeit mit so einer Kamera rum, habe ich so gemerkt, nee, das ist nicht so für mich. Nee, das ist mir so unangenehm so ein bisschen. Aber was soll man machen? Ich habe es versucht und es liegt mir nicht wirklich. Nicht wirklich richtig liegt mir das, nee. Und deshalb wollte ich heute einfach mal euch einbinden, also die Community einbinden. Die 0815 Standardversion des Kommentare hinzufügen, Kommentare beantworten Video aus meinen Videos. Also ich gehe näher auf die Kommentare ein unter meinem Video. Was bis jetzt noch gar nicht so einfach war, weil die meisten Kommentare aus nice. Die meisten Kommentare standen hier aus nice, aus sehr unterhaltsam. Oder eben aus, du hast es drauf, sowas halt, ihr glaube ich wisst, wo es raufläuft, oder gutes Video zum Beispiel. So, das war eigentlich der größte Teil der Kommentare unter den Videos, die ich bis jetzt hochgeladen habe. Aber ich habe auch schon einige gute Kommentare rausgekommen, wo ich auch sowas sagen kann und darauf werden wir jetzt genauer eingehen. Let's go! X-King Louis schreibt, mach mir die Schlange, bester Teil, weiter so. X-King Louis, ich muss zugeben, er war einer von meinen aktivsten Abonnenten auf meinem alten Kanal. Also, ich kenne ihn auch persönlich, ja, aber trotzdem, er war einer der aktivsten Abonnenten. Und in dem Video, das war Happy Wheels, mein erstes Video, habe ich die Schlange gemacht. Da habe ich echt die Schlange gemacht mit dem Pogo-Stick. Das ging richtig ab, du. Richtig voll die geile Schlange gemacht. Okay, nächster Kommentar. Der kommt von One Sack of Apples und er schreibt, die Legende ist wieder da mit selben Namen. Haben wir uns aber auch gut auf Skype ausgedacht. Genau, also wir haben zusammen nämlich auf Skype hatten wir halt Kontakt und haben halt auch mal zusammen Videos aufgenommen und dann haben wir irgendwie so über Namen nachgedacht für meinen Kanal. Ich habe den nämlich umbenannt von Crygames in den Namen dann und dann haben wir halt so geguckt, was wäre denn so ein geiler Name. Dann kam ich irgendwie auf meinen Spitznamen Momo. Also es hat nichts mit Mom zu tun, weil Mom heißt ja in Deutschen Mutter oder Mama. Und das hat nichts mit meinem Namen zu tun. Momo ist mein Spitzname. Und Aim the Mom kam, weil ich COD gespielt habe und einfach immer versucht habe, so gut wie möglich zu aimen. Und das haben wir halt zusammen rausgetüftelt und dann entstand halt der Name Aim the Mom. Mein Spitzname plus das Aim, was ich nicht besitze. Ja, so einfach kann es gehen. So einfallslos. Okay, ich finde den eigentlich gar nicht so einfallslos, den Name. Wenn man so mal auf Facebook guckt, da sind die ganzen Leute und fragen nach irgendwelchen Namen für ihren Kanal, weißt du? Wenn man doch schon einen Kanal macht, sollte man halt wissen, wie man heißen soll, weil man muss sich ja damit irgendwie identifizieren können. Und wenn man das nicht weiß vorher, dann sollte man erst gar nicht anfangen, finde ich. Und deshalb, ja, Aim the Mom ist so entstanden. Ich finde den Namen eigentlich richtig nice und ich würde ihn auch gerne weiterhin so behalten.
Ja, ich habe nicht umsonst ein T-Shirt, das habe ich jetzt nicht an, oder hier gleich meinen Controller damit bestückt. Ich weiß nicht, ob sieht man's. Das sieht richtig nice aus. Ich kann euch den Link dazu mal in die Kommentare packen. Es hat 6 Euro gekostet. Also ich krieg der jetzt für kein Geld, ne? Das schon, damit das schon mal sicher ist, damit nicht wieder hier irgendwelche Geldgeilen kommen und krieg ich mir für Geld? Nein, kriege ich nicht. Ich packe das trotzdem in den Link, weil ich die richtig geil finde. Ihr könnt da einen Text aus, also ihr könnt einen beliebigen Text aussuchen. Ich habe jetzt hier ATM genommen. Ihr könnt aber auch, keine Ahnung, euren Namen drauf machen, eure Mama draufschreiben. Keine Ahnung. Einfach das, was ihr wollt, könnt ihr da draufschreiben lassen. Dann tun ihr euch das fertig machen, schicken euch das. 2 Stück sind dabei gewesen. Und dann könnt ihr das da draufkleben und dann leuchtet halt nur die Schrift und der Rest wird halt durch so einen schwarzen Streifen, ja, durch so einen schwarzen Streifen abgedeckt. Und das ist richtig nice, sieht richtig cool aus. Also, da wird der Controller noch ein bisschen, ein Ticken geiler. Genau. Okay, gehen wir weiter zur dritten Frage, Kommentar. Zum dritten Kommentar, sagen wir es so. Der kommt vom Stan und er sagt, ich liebe sie. Das ist schön, dass du mich liebst, Stan. Und ich kenne dich. Ich kenne dich wirklich. Ich kenne dich sogar mehr, als du denkst. Seit ungefähr ein bisschen mehr als einem Monat. Und das war nach den Sommerferien. Denn du bist in meiner Klasse. Ich weiß, wer du bist. Und du bist nicht sicher vor mir. Du bist nicht sicher vor mir. Nein. Okay. Kommentar Nummer 4. Okay, egal, gehen wir weiter zum nächsten Kommentar. Der kommt von in mein Hirn reingestopft, weil dafür bin ich zu unfähig. Tut mir leid, deshalb gucke ich immer so auf meinen Bildschirm, falls euch nicht aufgefallen ist. Und er schreibt nämlich, also Crytix heißt er, und er schreibt, gutes Video, hab schon all deine alten Videos gesehen. Hoffe, die neuen werden genauso gut. Also du warst wahrscheinlich, du bist ein alter Abonnent von mir, was ja schon mal geil ist, dass du aktiv dabei warst und dass du mich jetzt wiedergefunden hast, was ich richtig cool finde. Weil viele Abonnenten sind ja eher unaktiv, wenn man neu anfängt, finde ich. Also sind nicht 100%ig 100 Abonnenten aktiv. Aber das ist ein alter Abonnent von mir und ich kann dir was sagen, du liegst falsch damit, dass meine Videos genauso gut werden. Sie werden nämlich noch besser. Noch besser werden sie. Aber man kann echt schon kleine Verbesserungen sehen zu den alten Videos, finde ich jetzt. Also die Stimme hat sich schon wieder verändert, die ist schon noch ein Ticken tiefer geworden. Also wenn man sich das erste Video von mir anguckt und dann die neuen Videos jetzt hier vergleicht, dann denkt man sich, ich war mal ein Kiddie. Das hört sich richtig wie so ein kleiner Kiddie-Abfucker an, der richtig mit der Pumpe in der Ecke hockt und dann rum und dann abfuckt und ins Headset schreit. So hört sich das an. Die Qualität war auch dementsprechend. Das könnt ihr euch dann denken, wie es aussieht. Ich kann euch vielleicht das Video mal in ein extra Video zeigen, wo wir das dann zusammen mal angucken und dann seht ihr meine Reaktion dazu. Habe ich schon mal gemacht, aber das war ein anderes Video. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Okay, nächste Frage. Die kommt vom Branbart und er schreibt, ich habe Möpse. Du hast Möpse. Schön für dich. Ich habe auch Möpse. Ich will sie jetzt aber nicht präsentieren, weil sonst kriege ich einen Strike von YouTube. Weil ich meine Möpse zeige. Ich habe übrigens Doppel-D. Da sind die meisten Mädchen werden da neidisch, wenn sie mich sehen. Sie werden neidisch. Ich habe Doppel-D. Die hängen mir schon bis zu den Knien. Ich meine, was? Okay, der letzte Kommentar für heute. Kommt von Mantheft. Und er sagt, ich finde das Spiel auch total klasse. Es geht übrigens um Star Wars Battlefront. Ich finde das Spiel auch total klasse. Obwohl ich, bevor ich es noch nicht gespielt habe, das Spiel echt mies geredet habe. Auch hier auf YouTube in meinen Videos. Doppelpunkt D. Also es geht hier um Star Wars. Ich habe ja nach der Meinung gefragt. Und das fand ich bis jetzt eigentlich die coolste Meinung. Es gab noch eine bessere Meinung, aber die war mir zu lang jetzt, um hier alles vorzulesen. Aber trotzdem, die Meinung ist cool. Ich habe es vorher auch gedacht, dass das Spiel scheiße wird. Vor allem, weil man in Foren immer gelesen hat, das Spiel ist von EA, die wollen doch nur Geld abziehen. Mag zwar sein mit den DLCs, zum Beispiel Battlefield Hardline, das tue ich nicht bereuen, ich finde das Spiel echt geil. Genauso wie Star Wars Battlefront, habe ich ja im Video gemacht, wo ich zu Star Wars Battlefront, hier oben blende ich euch das jetzt ein, da oben irgendwo kann ich ja diese Infokarte einblenden, da könnt ihr das dann nochmal angucken, meine Meinung, da gehe ich dann genauer drauf. Das ist ja eigentlich auch hier eine Abo-Special. Abo-Special, ja, wie gesagt, ich wollte ein Vlog machen, das hat nicht so ganz hingehauen, ich habe ja erzählt vorhin, muss ich jetzt nicht nochmal erzählen, wiederholen. Und ja, trotzdem nochmal vielen, vielen Dank für die so schnellen 100 Abonnenten und die Aufrufe laufen auch auf jeden Video richtig krass. Gut, dann war's das jetzt hier mit meinem
100 Abonnenten-Special. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und wenn die Leute, die es noch nicht getan haben, dann könnt ihr mich hier unten abonnieren. Da tue ich jetzt hier so einen Button einblenden. Einfach draufklicken und auf Abonnieren drücken. Dann macht er mich richtig stolz. Und ich werde auch wahrscheinlich auch auf ihn. Alles klar. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier so einen Button einblenden. Da könnt ihr dann, abonnieren. Und dann sage ich nur noch, liebe Aimen statt Flamen.